Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr glaubt ja gar nicht, was ich entdeckt habe, als ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe. Ein graues Haar. Na gut, ganz so schlimm ist es ja zum Glück nicht. Aber habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum ältere Menschen eigentlich graue Haare bekommen? Unser Körper produziert einen Stoff, den man Wasserstoffperoxid nennt. Junge Menschen können dieses Wasserstoffperoxid wieder abbauen. Ältere aber nicht. Je älter ein Mensch wird, desto mehr Wasserstoffperoxid bildet sich in den Haaren. Und es verhindert mehr und mehr die Bildung des Farbpigments Melanin. Anstatt Melanin werden winzige Luftbläschen in die Haare eingelagert. Das Licht wird an den Luftbläschen gestreut und die Haare wirken grau bis weiß. Cool, oder? Und wie ihr das ganz einfach selbst ausprobieren könnt, zeige ich euch in folgendem Experiment. Dazu braucht ihr ein Glas mit Wasser, Klebeband, ein Stück Schwamm, eine Schere und einen Strohhalm. Den Schwamm befestigt ihr an einem Ende des Strohhalms so, dass das Loch verschlossen wird. Dieses Ende haltet ihr dann in das Wasserglas und durch das andere Ende blast ihr in den Strohhalm. Und siehe da, durch die sich bildenden Luftblasen wirkt das Wasser weiß. Ja, aber bis bei mir oder bei euch die Haare ganz grau sind, dauert es ja zum Glück noch eine ganze Weile. Und wenn ihr mal ein einzelnes graues Haar findet, gar nicht so schlimm. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Schlaue Frage, Schlaue Antwort.